trotzdem, wir waren eine Einheit. Das größte Creator-Event der Welt steht vor der Tür, organisiert von Jens Knossaller, besser bekannt als Knossi, und präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung. Wir sind hier jetzt auf dem Trainingsgelände des SC Baden-Baden und niemand Geringeres als Manuel Baum wird hier gleich herkommen und das Team von Knossi trainieren. Er selbst war Bundesliga-Trainer und wird hier heute mal schauen, wie sportlich sind die Jungs und was haben sie drauf, damit sie nächste Woche beim Battle of the Socials wirklich eine gute Figur machen. Hey, das ist so eine Ehre, oder? Dass Manuel Baum, dass du am Start bist. Trikot in die Hose oder nicht? Na, bitte draußen. Ja? Weiter Bereitung! Ja, schon hier super. Ja, ich bin sogar bei dem Technikteil überrascht gewesen, dass sie da koordinativ schon so gut machen. Und jetzt sind wir beim Erwärmen, weil wir nachher noch ein Spiel machen und Sprints und so weiter. Genau, und das hat jetzt ein bisschen was mit Spaß zu tun und auch mit dem Punishment ein bisschen, also Liegestützen und so weiter. Und jetzt kommt gleich nochmal was Lustiges, da müssen sie rechnen und zuhören können. Einfach mal zuschauen, ob sie rechnen können oder nicht. Also ihr müsst euch gegenseitig jagen. Die von mir aus gesehen rechte Seite ist gerade. Die linke Seite ist ungerade, ihr dürft jetzt rechnen. 3 plus 2! Das sind genau geile Übungen für Kopf, für Körper. Macht richtig Spaß. Ja, aber ich bin am Ende, er teilt ja heute auf, in Schnelligkeit, Technik und Mentalität. Ich bin weder Technik noch Schnelligkeit, aber ich bin der mental stärkste. Er hat vorhin direkt gesagt, du könntest so quasi Trainer. Ich halte das Spiel, ich halte die Jungs so beieinander, bei Laune. Komm, Tempo! So, nächste ja. Geschichte, jetzt machen wir einen Sprint. Jetzt will ich schauen, wer ist der Schnellste. Oder? Sind die Schnellsten. Ja, Training läuft soweit ganz gut. Ich habe mir das heute als Cardio-Einheit hier vorgenommen. Und ja, ich kann halt leider nur Fußball spielen. Was glaubst du, was sind eure Stärken? Stärken. Wer hat welche Stärke aus eurem Team? Kannst du das schon sehen? Boah, also bei Hugo sieht man, er hat schon mal gespielt auf jeden Fall. Ja, Knossi kommt über den Teamgeist. Und ja, beim Keeper haben wir coole, lustige Jungs und darum geht es am Ende im Fußball. Deine eigene Stärke? Ich denke, ich kann ein bisschen technischen Flair mit reinbringen. Sehr schön. Und deine Schwäche? Ja, sieht man. Welchen stellen wir jetzt da hinten von denen? Hier vorne. Wow. Hier so, auf geht's, gehen wir rüber. Wisst ihr überhaupt noch die Aufstellung? Ich glaube nicht, oder? Wir spielen Fußball, oder? Oder Handball. Ach so. Leute, eine Woche noch, dann ist das Spiel unseres Lebens. Wir sind hier heute zusammengekommen, um das erste Mal gemeinsam zu trainieren. Superstars sind mit dabei. Leute, die Talent haben. Auch Talentlose wie mich. Aber eins verbindet uns. Power und mentale Stärke. Deswegen. Ja. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Es steht 2-2 hier beim Testspiel. SC Baden-Baden gegen Team Knossi. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sich hier gleich noch jemand verletzt, aber ansonsten sieht das schon
Hauch nach Fußball aus. Hey, wir spielen gegen ein Top-Team, ne, gerade. Ich find's unglaublich, was du gemacht hast. Du, hinten, Nico muss ein bisschen mehr im Block kommen, Spendi. Ihr müsst auch nach hinten kommen. Dann stehe ich da immer alleine mit Baum. Ich check nicht mal, wo meine Position ist, da ist nicht meine Linie. Da, wo ich bin, ist deine Position. Block, Block, ich verteile ein bisschen die Bälle, ich schrei die Namen an. Ich fühle mich hinten wohl. Ich habe ein paar Bälle richtig gut hinten. Ich bin da, ohne Angst. Wer ist eigentlich der Trainer da? Du? Ach so, ich glaube schon, weil ich so. Entschuldigung. Nach vorne echt richtig gut, super Aktionen gehabt, was uns noch ein bisschen abgeht. Schaut mal her. Deswegen bleibt man hier. Lasst die da reinlaufen, weil wo ist denn jetzt die Lücke, wenn er hier den Ball verliert? Hier oben. Sie ist nicht da. Und du lauerst nur nach Balleroberungen, dass wir dir den Ball da hinten reinknallen. Okay? Nico, du weißt teilweise gar nicht, wo du bist. Entschuldige mal. Genau. Und auch rechts, hier rechts hinten, bleib hier hinten. Okay, nicht mitgehen, weil sonst haben wir bloß einen hinten drin. Also wenn wir es schaffen, mach du mal. Ich stehe hier hinten. Jungs, ich sehe es ja, wie es ist. Du stehst hinten wie ein Baum. Du bist der Baum. Du bist unser Baum. Ich bin hier. Ich versuche zu koordinieren. Ich rufe teilweise 2, 3. Aber Spendi vergisst, dass er heute mal hinten spielt und nicht vorne. Weil er steht hier oben. Ich rufe zurück, wenn ich Block rufe. Block heißt, wir machen Formation wie damals die Teufel gegen die Kickers. Teufelsdreier. Okay, Baum, komm. Das Problem ist, ich habe das Spielfeld noch nicht erkannt. Aber jetzt kommt's gleich. Okay, auf geht's. Mein erstes Fazit? Ich sag dir, ohne Scheiß, keiner hätte erwartet, dass unsere Leistung so gut ist. Riesig Spaß gemacht. Ich glaube, man hat ja vor allem dann in dem zweiten Spiel gesehen, dass das ein oder andere schon funktioniert hat, dass wir enger zusammengestanden sind, dass wir ein bisschen abwartender gespielt haben und wir waren ja gleich 3-0 vorne. Und das ist immer schön, wenn man mit so einem Gefühl aus dem Training rausgeht. Und ich glaube, wir sind gut gewappnet jetzt für nächsten Sonntag. Für meinen Teil weiß ich das Gefühl wieder gehabt, man kommt hier hin, man kann nichts. Aber durch professionelle Leitung, ganz ehrlich, Nico, hat man gemerkt, das kann man machen. Ja. Wir können es wirklich machen. Der eine mehr Talent als der andere. Trotzdem, wir waren eine Einheit. Man hat es gemerkt. Alle haben miteinander gespielt. Es war richtig geil. Dieses Selbstbewusstsein auch, das Manuel Baum hinten im Tor vermittelt hat, dass es Manuel Baum ist. Ich stand da gern hinten. Weißt du was? Ich habe gedacht, boah, krass. Also, weißt du, für mich war es wie ein Champions League-Spiel irgendwie gefühlt. Ey, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe den Jungs auch gerade gesagt, ich glaube nicht, dass wir im Spiel um Platz 3 sind. Ich glaube, dass wir im Finale. Ich glaube, es kann klappen. So, Knossi, ein erfolgreicher Trainingstag, würde ich sagen, den du jetzt noch mal gebürtig hier ausklingen lässt. Ja, mit den Burgern von euch, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt, freut mich wirklich sehr. Es war ein tolles Training, es war richtig geil. Meinst du, das ist eher stärkt noch mal für nächste Woche, oder? Du, ich brauche das jetzt noch. Nach einem harten Training hat man sich diese Kalorien auch verdient. Definitiv. Danke dir, Knossi. Danke euch. Noch. Und wir sehen uns nächste Woche bei dem großen Battle of the Socials.